Wir reagieren heute auf das erste F1 24 Gameplay und es wird sich einiges ändern. Ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen rum da, Intro und wir starten direkt los, Leute. Let's go! Hello, I'm Alex Chase. Welcome to the first official gameplay deep dive of EA Sports F1 24, where we'll introduce the game-changing upgrades we've made to enhance the player's driving experience. EA Sports Dynamic Handling. Und das ist schon mal der erste Punkt. Man hat ein neues Handling mit reingebracht. Wir werden noch ein bisschen strategisch auf diese ganzen Sachen eingehen. Unfassbar mega Hype, Leute. Ich bin richtig Hype drauf. Und jetzt gehen wir mal weiter. Die Suspension of a Formula One car defines its handling characteristics. And in F1 24, we've built on our previous systems to better reflect real world behavior. Car just wants to rotate so much more than I'm used to. Also, das Coole ist natürlich, in F1 24 kommt es jetzt ganz auf dich drauf an, denn wie du dein Auto unter Kontrolle hast, beziehungsweise wie aggressiv du reingehst, genauso wirkt sich das aufs Auto aus. Wenn du gerade zu Beginn des Rennens deine Reifen zu stark dran nimmst, wird das dieses Mal einen viel größeren Effekt haben als in den vergangenen Formel 1 Teilen. Außerdem kommt es auch auf deinem Fahrstil selbst an. Bist du eher ein aggressiverer Fahrer, wirst du eher Probleme bekommen, früher Reifenprobleme, und da bin ich wirklich mega hyped, ob man das auch so umgesetzt hat, wie ich mir das erhoffe. It's awesome. Yep. I think I've got a lot more control of it. The all-new EA Sports Dynamic Handling simulates the experience felt in real F1 cars, changing how the car performs. Wow, das schaut gut aus. Oh mein Gott, ist das schön. The car is more predictable. I like that a lot. But it's also more challenging. Because now you also need to think about the weight of the car. And you cannot just send it. The spring and damper. Also sprich, jetzt macht auch dieses, wenn man mehr Sprit drin hat, dass das Auto schwerer ist, auch einen größeren Unterschied hat es eigentlich in den vergangenen Games nie gemacht. Da bin ich auch, ich bin wirklich unfassbar hyped auf das Game und dann auch nach den Beta-Tests, ob sich wirklich auch diese kleinen Kinderkrankheiten komplett geändert haben. Also auch die Federung und die Dämpfer, das werden wir jetzt gleich sehen. Das ist unfassbar, wie schön das geworden ist und wie realistisch. Forces have also been revised, adding a realistic feel of weight distribution when the car is under different loads. This means players have more options when tuning their setups and more refined control while racing. These updates to the suspension model are among the most significant we've made in the series. Working gave quite a lot of time. It was definitely the exit of corners. You can get your foot down if you're on the right gear a lot earlier. Improved tire mode. We've made several changes to tire wear and simulation physics. Genau das ist jetzt, was ich vorher gemeint habe. More realistic and predictable experience. An all-new thermal model provides an accurate representation on the effects heat can have on tire grip and how this impacts. Die Hitze hat auch eine Auswirkung auf den Reifenverschleiß. Das wird dann echt kritisch in Katar und Bahrain. Puh, da bin ich echt sehr gespannt. Gesamtleistung des Fahrzeugs. Differences in handling. At high speed, I've got all the grip in the world, but at low speed, I'm fighting to hold on. A smooth driver in clean air will see their tires last longer than one who is pushing the car to the limits. The dirty air. Genau. The car ahead. Den Dirty Air Effekt gibt es jetzt auch. Das ist noch genialer. Aber das gehört ein ruhigerer Fahrer oder eher ein, der aufs Auto aufpasst, wird nicht so schnell Reifenprobleme bekommen, wie einer, der zu aggressiv reingeht. Seid ihr eher der aggressiven Fahrer, seid ehrlich. Try to push here, build up a bit of speed, there's plenty of grip, I'm nowhere near the limit of the car right now. Wow, gucken wir uns mal die Innenperspektive an, Leute, und das ist wirklich incredible. Schaut euch das mal an, es hat sich kaum was geändert, aber diese Grafik an sich, sie wirkt noch viel besser, und gerade auch diese grünen Autos, diese Unlashed, ich mag die echt extrem. When driving in variable conditions, the track surface provides more driver feedback, meaning you can use it to your advantage to maximize performance. Cool your tires by driving off the racing line and prevent them from overheating in wet conditions. Da
Das ist ja cool. Reifen können im Regen jetzt überhitzen und man muss eigentlich von der Ideallinie abfahren, um das zu verhindern, ähnlich wie auch die echten Formel 1 Fahrer. Das war ja eigentlich nie ein Thema in F1 23 und auch in den vergangenen Games. Das bin ich auch sehr gespannt, ob das zu übertrieben überhitzt oder dann doch wirklich dieser Moment an Realismus überhitzt. Improved aero model. In addition to revolutionary tire and suspension updates, we've reworked the car's aerodynamics to add a new layer of realism. Also for real, wenn ich mir jetzt diese ganzen Erneuerungen angucke, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass einige von euch gesagt haben, das Game Design 21 ist gleich wie F1 23, wenn wirklich so extrem viel geändert wurde an Realismus, an Fahrverhalten und auch an selbst so Sachen wie Dämpfer und so weiter. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, also dieser Windschatten-Effekt funktioniert noch besser. When you follow another driver, you'll not only experience greater acceleration due to the reduced air resistance, but you'll also feel a reduction in grip as a result of the turbulent air. Das ist extrem cool, Leute, ja. Improved the DRS or drag reduction system. Ist auch verbessert worden. Used for overtaking. It performs differently on a per car and per track basis, meaning a car with a broader rear wing may benefit more from DRS. Das ist natürlich top. Wenn du auf Strecken fährst, wo dein Heckflügel breiter ist, bist du schneller dank dem DRS als wie Strecken, wo du einen höheren und schmaleren Heckspoiler hast. Das ist tatsächlich extrem realitätsnah und ich glaube auch, dass das ziemlich cool werden wird. Ähnlich wie hier in Brasilien, da hast du diesen breiten, da bist du auch wesentlich schneller auf den Geraden. Ich glaube auch, dass sich das in den Strecken, also Rundenzeiten auswirken wird. F124 also reflects the official team's characteristics, meaning a car designed around straight line speed, such as the Williams, will perform better at Monza than at Monaco. Genau. Natürlich hat man das jetzt auch nochmal berücksichtigt, dass die Williams-Fahrzeuge besser in Monza performen, weil sie ja auch quasi als Topspeed-Raketen bekannt sind, als dann in Monaco, wo man ja eher Grip braucht. Aerodynamic simulation through changes to the chassis and floor profiles. Boden ist auch verändert worden. Wow. Das ist ja cool. Ja, okay. Das sehe ich schon wieder ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da noch genauer reingehen muss. Ist schon klar, dass ein Simulationsgame ist, aber einige von euch werden bestimmt dann wieder richtig übertreiben bei Setups. Upgrade Power Unit. The internals of the cars in F124. Auch das Innenleben wurde verbessert. Man hat hier schon mal Einblicke auf das Setup, mein Lieben. Man hat hier theoretisch jetzt bei den bei diesen Optionen gab es eigentlich immer nur das Differential mit Gas und ohne Gas. Jetzt hat man auch noch die Engine Brake, die ja gerade in Formel 1 auch aktuell ein wichtiges Thema ist. Finde ich toll, dass man das auch mit reingebracht hat. Super Geometry. Das ist cool. Man kann, Okay, das kann man jetzt, muss man jetzt auch öfters wieder während dem. Nein, Leute, ich habe einen großen Verdacht. Drivers can derate the power delivery by lifting and coasting at the end of a straight, allowing them to save more energy for deployment later on. Das ist cool. Das ist sehr cool. That was quite hard to pick up on F1 23. 24, game changer. We're pleased to be bringing back a fan favorite feature. ERS. Perfekt. Man kann das ERS jetzt komplett abdrehen und es besser managen. Ähnlich wie in Formel 1 2019 hat man dieses Feature endlich wieder zurückgebracht. Es ist ein bahnbrechender Gamechanger. Das ist wirklich unfassbar geil. Ich habe es mir schon so oft gewünscht, weil mit diesem mittleren ERS kannst du einfach nichts machen. Und ich habe mir auch immer gedacht, das ist kacke. Und du kannst sogar für diese eine One-Shot-Runde im Rennen
kannst du jetzt sogar den Overtake-Button wieder benutzen. Das ist einfach nur, den Hotlap-Mode. Und das wird tatsächlich unheimlich geil. Ist das geil? Ist das geil, Leute? Yes, Mann. Das wird so cool. Ich freue mich so auf das Game. Ich glaube, das war's jetzt auch. Ja, Leute, das ist wirklich bahnbrechend. Ich bin mega hyped auf das Game und ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass dieses Spiel unendlich geil werden wird. Was denkt ihr? Diese neue Funktion, gerade die man zum Schluss gebracht hat, einfach nur meine Traumvorstellung und vor allem auch mein Riesenwunsch. Macht das bloß, wenn das Herz rot. Und was denkt ihr über die neuen Features? Und morgen sollte bereits der nächste Trailer kommen, also abonniert gern. Wir werden auch da natürlich drauf reagieren.